RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Berlin, Paris. Oh, Mord. Da hast du aber wieder einen uralten Song ausgebuddelt, wa? Ach, das ist mir eben so eingefallen, als wir aus der Bahn gestiegen sind. Und außerdem hatte ich die Single damals. Mann, das Lied ist von Bill Remy Demi, Alter. Mann, was du so alles weißt, das ist schon fantastisch. Aber Lenny, lass uns mal Richtung Eiffelturm daddeln. Ich möchte euch heute auch noch aufgehen. Mord, ich bin doch nicht hier hingekommen, um Sport zu treiben. Meinst du wirklich, ich klettere mit dir da hoch? Lenny, du Depp, die haben da Treppen und sogar einen Fahrstuhl für die ganz faulen Menschen, so wie du. Na, dann bin ich natürlich dabei. Paris mal von oben betrachten, das ist bestimmt total interessant. Na, Lego, da siehst du alle kleinen Pariser. Da denkst du bist Gulliver in Lilliput, wenn du da runter guckst. Oh, ich kenne nur Oliver. Der wohnt zwei Häuser neben mir. Bin ja froh, dass ich überhaupt was denke. Meinst du, da kann ich noch wie andere Leute denken? Du kennst aber auch komische Leute. Lenny, dein Wissen ist echt nicht zu retten. Du bist echt absolut keine Bombe. Gabi sagt das auch immer. Ich wäre auch keine Granate im Bett. Aber naja, es muss ja auch nicht immer alles fetzen. Ach, das mag wohl stimmen. Du, Lenny, weißt du eigentlich, dass Französisch sehr schwer ist? Also, ich meine natürlich die Sprache. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Schau, man schreibt zum Beispiel Beisam, spricht dann aber Bizé. Man schreibt Rocher, nennt es aber Rocher. Charles de Gaulle ist auch kein Torwart gewesen und auch kein Pferdezüchter. Der wird nur so gesprochen, wie Gaul. Wird aber Charles de Gaulle geschrieben. Aber mal davon abgesehen, tut einem danach immer der Mund weh. Ach, das auch? Naja, ist das nicht verwirrend? Typisch Französisch. Apropos Französisch, siehst du auch, was ich sehe? Kann ich nicht. Ich stehe ja vor dir und schau dich an, Mann. Na, dann dreh dich mal um, du Pfeife. Da steht eine Guillotine-Kopie auf dem Platz. Das ist doch bestimmt für die Touristen. Da ist sogar eine Puppe drin. Ey, der sieht aus wie Werner. Mann, der Mann ist echt weltberühmt. Das ist gewiss verboten, Mord. Geh da weg, nix anfassen. Hey, Werner, du alter Kartoffelsack. Hey, Werner, du Kackstelze, was machst denn du hier? Und, kommt das bei rum? Aha, Nebenjob. So. Ah, da kannst du ja günstig Paris unsicher machen. Das ist ja mal ein Hammer. Was ist denn das hier für ein Hebel? Es ist ein Unfall! Es ist ein Unfall! Lauf, Lenny! Jetzt schön unauffällig. Dass du auch überall mit deinen Wichsgriffel dranpacken musst. Ganz genau. Ich hoffe, die können ihn wieder zusammenkleben. Jetzt schön unauffällig. Mann, hast du seinen Gesichtsausdruck gesehen? Hammer, wie lebensecht der Mann ist. Das ist klasse. Der ist ein super Schauspieler. Aus dem könnte echt noch was werden. Ja, so ist er, unser Werner. Immer für eine Überraschung gut. Ich meine, ich habe nie an den gezweifelt. Du weißt ja, der kann ja auch einarmig durch Berlin laufen, hüpft meistens auf seiner Nase rum. Und du kennst ja die Sache mit dem Kopf vor die Wand schlagen und. Weißt du eigentlich, dass der Werner ganz schön cool ist? Ich habe ihn letztens auch auf der Straßenbahn gesehen und so.